Menschen da draußen und herzlich willkommen zu dieser kleinen Challenge. Der liebe Self, ich verlinke ihn mal oben, hat mich zur Gato-Challenge herausgefordert. Ich fühle mich geehrt, Namenspatron einer Challenge zu sein. Hintergrund ist meine persönliche Liebe für Gameboy-Spiele. Ich sammle sie, ist halt irgendwo ein kleines Stück Kindheit und sagen wir mal, sie nehmen nicht viel Platz weg. Und ja, manchmal kann man doch nochmal ein Modul einfach in Gameboy stecken und ein paar Minuten wieder abtauchen in die Kindheit, Jugend. Und ich denke mal, Tetris ist eines der ikonischsten Spiele der Zeit. Und ja, meine persönliche Bindung zu dem Spiel, ich bin ganz ehrlich, als ich damals meinen ersten Gameboy in den Händen hielt, hatte ich nicht Tetris mit dabei. Ich hatte FIFA mit dabei, ein Fußballspiel. Damals war man begeistert von Fußball, ich war begeistert von Fußball und habe das Spiel erst rauf und runter gespielt. Tetris kam erst später und ich muss sagen, als Kind hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Klar, es ist irgendwo ein Puzzlespiel, es ist heute Kult. Aber als Kind bin ich damit nicht warm geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. In dieser Challenge geht es um Tetris. Es ist heute, ja, klar, es ist Kult. Und für mich persönlich so eine kleine Hassliebe. Es macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite hat man einfach Runden, wo es überhaupt nicht läuft. Und man nichts auf die Kette kriegt und dann hat man Runden, wo es läuft und dann macht es auch Spaß. Ich werde das Ganze jetzt hier auf einem Emulator zocken, weil ich jetzt keinen umgebauten Gameboy habe mit HDMI-Anschluss und Co. Ich habe den ganz klassischen hier liegen. Ich habe einen Advance SP, einen Advance, einen DS. Ich habe alles Mögliche hier, aber nichts, was man an den Rechner anschließen könnte. Deswegen wird ein bisschen ungewöhnlich, das Ganze mit einer Tastatur zu steuern. Und ich sage vorab, ich bin kein Tetris-Crack. Ich bin so ein Typ, der in Panik auch das Quadrat dreht. Zur Challenge vielleicht noch kurz, bevor das Ganze losgeht. Es geht darum, möglichst viele Tetris hinzukriegen. Das heißt, diese Viererreihen, diese Viererblöcke abzubauen und bei jedem Viererblock, den man abbaut, muss man miauen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ein Player passt. Wir spielen den A-Typ, also den ganz klassischen, wo das Feld leer ist. Der B-Typ, da hat man ja so ein, ja, schon zerstückeltes Feld, wo man quasi erst reparieren muss, bevor man weiterspielen kann. Was die Musik angeht, das ist der Klassiker. Den hört man sehr oft. Ich bin aber ganz ehrlich, ich habe mit dem damals immer gespielt. Ich fand den irgendwie interessanter. Aber irgendwo auch dramatischer. Den finde ich an sich auch schön, aber ich finde, der wird nach einer Zeit sehr, sehr nervig. Obwohl der auch nach einer Zeit nervig wird. Jetzt ist die Frage. Ich mache mein eigenes Ding. Ich packe nachher andere Musik drunter. Und zwar jetzt. Und wir starten bei Level 0. Das haben die anderen auch. Ich habe mich nicht warm gespielt. Ich bin gespannt, wie es wird. Ah, sehr gut. Die Blöcke, die man eigentlich später braucht, um direkt zu anfangen. Super. Wahrscheinlich sehen wir die jetzt das halbe Spiel nicht mehr wieder. So. Hier hin. Jetzt haben wir eine Fläche für dich. Ich packe den da rein. Mist, der kommt zu früh. Da ist noch einer. Ich glaube, das wird sofort das erste Miau, meine Freunde. Wie miaut man richtig? Wirklich ist originalgetreu? Mich entscheiden. Miau. Machen wir so. So, jetzt geht das erste Mal Lückenbasteln los.
Aber gut, kriegen wir alles hin. So, nicht auf Teufel komm raus Tetris bauen. Auch mal sich eingestehen, dass man aktuell keins hinbekommt. Deswegen probieren wir jetzt erstmal die Lücken wieder auszubessern. Was uns bisher eher so. Naja. Geht so gelingt. So. Würde ich nämlich hier reinsetzen. Okay, Level Up. Es wird etwas schwieriger. Obwohl, was heißt schwieriger? Ich glaube, es verändert sich dabei nur die Ballgeschwindigkeit der Blöcke. Wobei ich inzwischen nichts dagegen hätte, wenn mal wieder einfach nur so eine Falle fallen würde. Danke. So. Miau, zum zweiten. Das sieht aber inzwischen aus wie schwarzer Käse. Ich müsste eigentlich was gegen machen. Okay. Mal so. Wir müssen nämlich ein Stück wieder runterkommen. Wir setzen den dahin und den hier hin. Nehme ich an die Lücke dran, die wir jetzt wegmachen. Habt ihr eigentlich irgendeine Verbindung zu dem Gameboy? Würde mich mal interessieren. Mich als kleinen Gameboy-Nerd, der diese Spiele einfach nach wie vor liebt, weil sie halt so schön kurzweilig sind. Bis auf jetzt die Zelda-Spiele oder Pokémon oder so, klar, da kann man ordentlich Zeit drin versenken, aber ich denke mal so in allen anderen Spielen, da kann man sich mal 10 Minuten hinsetzen und einfach ein bisschen daddeln. Und danach legt man das Gerät weg und es ist wieder gut. Wie gesagt, ich sammle die Spiele. Ich finde es aktuell schade, dass wegen Corona keine Flohmärkte und so sind. Also da bin ich sehr gerne und stöber da so ein bisschen. Und das ein oder andere Spiel findet, was man noch nicht hat. Natürlich in einem entsprechenden Zustand. Also den letzten Ranz kaufe ich auch nicht. Aber ich sag mal, man kann schon so ein paar Schätzchen relativ günstig kriegen. Aber man kann auch richtig Geld für Gamer-Spiele lassen. Es gibt da so ein paar Spiele, die zum Beispiel nur in Australien erschienen sind, die natürlich weltweit jetzt heute sehr begehrt sind. Da kann man schon ein paar hundert Euro für lassen. Aber ich sag mal, es gibt natürlich auch so Standardmodule, die damals fast jeder hatte, sei es jetzt hier die Spider-Man-Spiele, die Turtles oder so, die kriegt man halt auch für über 2-3 Euro hinterhergeworfen. Betonung liegt auf noch, denn von Jahr zu Jahr werden es natürlich weniger, weil welche im Müll landen oder kaputt gehen oder. Deswegen, wenn ihr etwas für dieses kleine Gerät übrig habt, dann würde ich zusehen, mir so eine kleine Sammlung einfach anzulegen, weil, sag mal ganz ehrlich, Geräte kriegst du eigentlich nicht kaputt. Und wenn ja, inzwischen gibt es genug Reparatur-Kits, um das Ganze irgendwie wieder zu reparieren. Das macht zwischendurch einfach Spaß, muss man sagen. Muss ja nicht unbedingt Tetris sein, es gibt auch ganz viele andere Puzzle-Spiele, die richtig schön sind und auch, ja, kurzweilig Spaß bringen. Das wird leider kein Tetris, also kein Miau von mir. Aber ich muss zusehen, dass ich eigentlich noch einen kriege. Der ist schon wieder ziemlich verbaut hier. Mann. Könnte das nach zweimal Miau schon das Ende sein? Nein, aber das wird auch keins. Das ist nicht schlimm. Hier ist nicht schlimm. Okay, wir sind inzwischen in Level 4. Wir bauen uns jetzt erstmal wieder Stück für Stück runter. Das ist sehr gut. So, da rein. Da rein.
schauen. So. Langsam kommen wir wieder runter. Das ist schön. Ich möchte eigentlich viel mehr erzählen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann ist die Konzentration komplett weg. Was mir echt leid tut, denn ich glaube, einfach nur beim Tetris zu gucken, muss echt öde sein, oder? Ach Mist. Egal, machen wir erstmal den. Erstmal möglichst alles irgendwie freikriegen. So, jetzt ist die Lücke da hinten weg. Jetzt müssen wir uns um die rechts noch kümmern. Die ich jetzt in diesem Moment wieder weiter zubaue, ist nicht schlimm. Kriegen wir alles hin. Ich bin guter Dinge. So. So, ist das wieder frei. Jetzt ist es aber noch zu riskant. Deswegen baue ich das nochmal ein Stück runter. Jetzt probiere ich wieder an dem nächsten Tetris zu basteln. Was nicht heißen soll, dass ich erfolgreich bin. Aber er war stets bemüht. Ah, danach kommt wieder lange Zeit keins, oder? No risk, no fun. Das kann jetzt mein Untergang gewesen sein. Aber das kommt doch von irgendwann wird man zu gierig in diesem Spiel. Oh, wird das doch der Miau, oder? Wunderbar. Erstmal kurz durchatmen, entspannen. Danach kommt direkt der nächste Block. Fantastisch. Setzen wir dort direkt hier rein. Setzen wir hier rein. Ich hier. Für dich haben wir eigentlich keinen Platz. Ich setze mich hier rein. Ich hier. Und das wird, glaube ich, Miau Nummer 4. Miau. Wir sind jetzt zwischen Level 6. Okay. Und jetzt muss ich wieder anfangen zu fuschen. Ich liebe es. Naja. Alles wird gut. Ende des Tages wird alles gut. Es ist noch nichts verloren. Wir haben 30.000 Punkte. Das ist in meinen Augen okay. Ich glaube, man braucht 1 Million Punkte, damit diese Rakete startet, oder? Das wird leider kein Miau. Das auch nicht. Aber wir sind in Level 7. Das ist so die Geschwindigkeit, wie ich sie damals gespielt habe. Finde ich eigentlich okay. 9 und sowas fand ich einfach zu heftig. Das hat schon was mit Selbsthass zu tun, wenn man das auf Level 9 spielt. Dahin. Jetzt ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir uns weiter unten aufhalten, was das ganze Bauen angeht. Weil sonst hat man nicht mehr genug Reaktionszeit, um entsprechend zu reagieren, wenn man mal einen verbockt. Ich muss sagen, ich halte mich länger als gedacht. Finde ich gut. Ich bin schon stolz auf mich. Klar, es ist nicht perfekt. Wir haben da ein paar Lücken drin. Aber wie so vieles im Leben. Man sollte nicht immer alles direkt wegschmeißen, nur weil es kaputt ist. Manchmal lohnt es sich auch einfach daran zu arbeiten. Was allerdings nicht für alles gilt, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt Dinge, da kann man nicht dran arbeiten. Oh Gott, jetzt sind wir in besagten Level 9. Jetzt ist es zum Scheitern verurteilt. Oh Gott, ihr seht die Geschwindigkeit. Ich bin ein alter Mensch. Das ist jetzt nur noch langer Stress und Überlebenswillen. Thank you.
Vor. Ja, da. Ich traue mich inzwischen schon gar nicht mehr, auf den Tetris aufzubauen. Weil das ist jetzt so schnell vorbei, wenn es einmal schlecht läuft. Können wir die Challenge nicht noch spontan abändern, wer als erstes 50.000 Punkte hat? Das kriege ich hin. Bei wie viel Millionen war ich denn jetzt? 4, oder? Oh Gott, Level 10. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich hab's verdrängt. Also diese Geschwindigkeit, wo das Spiel sagen würde, jetzt scheiter doch endlich. Könnte bald soweit sein. Aber ich wehr mich. Ja, es geht los. Es geht los. Ja, wir müssen jetzt erstmal eine Reihe runterkommen. Ich hier. Wir müssen dringend wieder Boden gut machen, sonst ist das hier ratzfatz vorbei. So. Da. Das ist Level 11. Ich habe nicht in Erinnerung, dass es über 9 ging. Shit. Das war noch dümmer. Okay. Ich glaube, mir als Außenstehender sieht das einfacher aus, als wenn man selber spielt. Ja? Nein, den habe ich richtig verkackt. Na, vorbei. Mist. Ja, das war mein Beitrag zur Gato Challenge. Ich glaube, 4-mal habe ich miaut. Immerhin 113 Linien abgebaut, Level 11 erreicht. Es ging ins Unmenschliche rein. Und ja, 56.500. Ich denke, kann sich sehen lassen für ein First Try. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal fürs Nominieren, lieber Self. Grüße gehen raus. Beim nächsten Mal bitte was anderes. Es gibt so viele schöne Gameboy-Spiele, mein Freund. Da lässt sich bestimmt noch was finden. Und so wie ich es verstanden habe, darf ich auch Leute nominieren. Muhahaha. Das ist immer der schönste Part dabei, ne? Und ich würde sagen, ich nehme meine beiden Kollegen ins Boot, mit denen ich sonst die Low-Budget-Games-Challenge gemacht habe. Die ich zu meiner Schande jetzt auch schon ein Weilchen vernachlässigt habe. Ich glaube, der letzte Beitrag war von Küstenpixel. Deswegen, mein lieber Freund, lad den Emulator runter und probier dich einmal an Tetris. Und B, ich weiß, du hast mir ja schon von deiner Leidenschaft für dieses Spiel erzählt. Probier es doch mal aus. Vielleicht wird die Liebe für Tetris neu entfacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao.